Willkommen zur letzten Ausgabe des DigiGuess Wochenrückblick für dieses Jahr. Drei Themen stehen heute auf dem Programm, nämlich offene WLAN-Netze, die Vorratsdatenspeicherung und die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Am Mittwoch dieser Woche hat der Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages eine Expertenanhörung zu offenem WLAN und zur Host-Provider-Haftung durchgeführt. Auch wir waren als Sachverständige dabei. Hintergrund ist ein Gesetzentwurf der Bundesregierung, mit dem die WLAN-Störerhaftung reformiert und die Haftung von Host-Providern verschärft werden soll. Der Gesetzentwurf traf nicht nur bei uns, sondern auch bei den anderen anwesenden Fachleuten auf harsche Kritik. Insbesondere wurde bemängelt, dass die geplanten Regelungen nicht mit dem Europarecht vereinbar seien. Sowohl die vorgesehenen Bedingungen für die Haftungsfreistellung von WLAN-Betreibern als auch die Verschärfung der Host-Provider-Haftung verstoßen nach Ansicht der Experten gegen die Vorgaben der E-Commerce-Richtlinie. Genau das hatten wir bereits Anfang Juni in einem Schreiben an die EU-Kommission kritisiert. Die Kommission hatte sich daraufhin in einer nicht veröffentlichten, aber auf netzpolitik.org geleakten Stellungnahme unseren Bedenken angeschlossen. Anfang November hatte dann auch der Bundesrat aus denselben Gründen empfohlen, den Regierungsentwurf in der vorliegenden Fassung nicht anzunehmen. Ein Aspekt, der gegen Ende der Anhörung zur Sprache kam, könnte für den Verlauf des weiteren Gesetzgebungsverfahrens von besonderer Bedeutung sein. Wie wir an dieser Stelle bereits berichtet haben, hat der Europäische Gerichtshof am 9. Dezember über die Klage eines Hotspot-Betreibers verhandelt, der sich gegen die Abmahnung eines Musikunternehmens wegen illegalen File-Sharings gewehrt hatte. In diesem Verfahren geht es gerade um die Auslegung der E-Commerce-Richtlinie und die Voraussetzungen für die Störerhaftung. Angesichts der europarechtlichen Probleme ihres Gesetzentwurfs könnte sich die Große Koalition nun auf die Strategie verlegen, das Gesetzgebungsverfahren so lange auf Eis zu legen, bis eine Entscheidung des EuGH in dieser Sache ergangen ist. Damit ist allerdings nicht vor April 2016 zu rechnen. Es könnte also durchaus noch eine Weile dauern, bis wir endlich rechtssichere Bedingungen für den Betrieb offener WLAN-Hotspots bekommen. Unseren Bericht von der Anhörung und mehr Wissenswertes zum Thema haben wir für euch in der Videobeschreibung verlinkt. In dieser Woche ist es außerdem bei der Vorratsdatenspeicherung zu einem Dammbruch gekommen, vor dem wir schon Mitte 2015 ausdrücklich gewarnt hatten. Noch bevor das Gesetz zur massenhaften, anlasslosen Überwachung unserer Telekommunikation überhaupt in Kraft ist, hat jetzt die Bayerische Landesregierung beschlossen, künftig auch dem Verfassungsschutz Zugriff auf die Vorratsdaten zu geben. Bisher sieht das Gesetz vor, dass nur Polizei und Staatsanwaltschaften die Daten dazu verwenden dürfen, ganz bestimmte Straftaten zu bekämpfen und zu verfolgen. Bayern will nun auf Landesebene regeln, dass sich auch der Verfassungsschutz an diesen Daten bedienen darf. Innenminister Joachim Herrmann will das als klares politisches Signal verstanden wissen und forderte Bund und Länder auf, dem Beispiel zu folgen. Schon im Mai 2015 hatten wir in einem Blogbeitrag eindringlich vor dieser Strategie der Union gewarnt. Darin haben wir auf einen Artikel der Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg von der CDU und Volker Ulrich von der CSU in der Deutschen Richterzeitung hingewiesen. Dort verlangten sie unumwunden, auch den Geheimdiensten Zugriff auf die Vorratsdaten zu erlauben. Bayern hat nun damit begonnen, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Auf ihrem Parteikonvent im Mai 2015 hatte die SPD diese Warnungen in den Wind geschlagen und stattdessen lieber gemeinsame Sache mit den Law-and-Order-Hardlinern der Union gemacht. Wie allerdings nicht zuletzt das schwache Ergebnis von Sigmar Gabriel bei seiner Wiederwahl zum SPD-Vorsitzenden zeigte, täte die Partei gut daran, sich in Zukunft nicht weiter zum Gehilfen beim Ausbau des Überwachungsstaats zu machen. Die SPD weist außerdem immer wieder gerne auf ihre Tradition als Anti-Überwachungspartei hin. Nun hat sie Gelegenheit, dies unter Beweis zu stellen und sich den Forderungen aus Bayern standhaft zu widersetzen. Noch richtiger wäre es natürlich, das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung komplett aufzuheben. Es gab in dieser Woche aber auch halbwegs Erfreuliches zu vermelden. Auf EU-Ebene sind die Verhandlungen um die europäische Datenschutzreform endlich zum Abschluss gekommen. Ministerrat, Kommission und Parlament haben sich auf eine gemeinsame Fassung für eine Datenschutzgrundverordnung und eine Datenschutzrichtlinie geeinigt. Von den hohen Ambitionen, die die Kommission im Januar 2012 bei der Präsentation ihres ursprünglichen Vorschlags hegte, ist zwischenzeitlich leider wenig übrig geblieben. Angesichts der harten Lobbygefechte, die um den Datenschutz in der EU in den vergangenen 4 Jahren geführt wurden, ist allerdings schon das Zustandekommen des Kompromisses als Erfolg zu werten.
Leider ist es nicht gelungen, den Datenschutz in der EU endlich zu harmonisieren. Ganz im Gegenteil. Die neue Datenschutzgrundverordnung enthält mehr Ausnahmen, als die bislang gültige Datenschutzrichtlinie von 1995 überhaupt Artikel hatte. Auch wird es künftig mehr Opt-outs, also Möglichkeiten für nationale Alleingänge der Mitgliedstaaten geben. Alles in allem wurde also gerade einmal ein Mindeststandard erreicht. Angesichts der politischen Lage war allerdings leider auch nicht mehr herauszuholen. Noch ist das EU-Datenschutzpaket nicht in Kraft. Zunächst müssen Ministerrat und Parlament dem Ganzen offiziell zustimmen. Das wird voraussichtlich im Januar 2016 der Fall sein. Tja, das war's mit dem DigiGuess-Wochenrückblick für diese Woche und für dieses Jahr. Wir freuen uns, dass ihr unser kleines Experiment Video-Wochenrückblick verfolgt habt. Ob und wie es damit weitergeht, werden wir Anfang des neuen Jahres entscheiden. Bis dahin, alles Gute, tschüss!